Mein Name ist Hanna Höfel, ich bin 17 Jahre alt, ich gehe auf die Rudolfsteiner Schule hier in Dortmund. Ich mache zurzeit ein BOG-Jahr hier, Berufsorientierungsjahr. Wir hatten am Dienstag hatten wir ein Gespräch mit drei Flüchtlingsjungen aus Syrien. Auch als wir hier reingekommen sind und dann Arabisch gesprochen haben, das empfand ich eigentlich als sehr angenehm und normal. Mein Name ist David Treu, ich bin 18 Jahre alt. Geboren bin ich in Weimar in Thüringen. Ich heiße Hassan, ich komme aus Syrien und ich bin 18 Jahre alt. Ich komme nach Deutschland im September. Ja, ich gehe in Hamm zur Schule und ich lerne Deutsch da. Oh, ich lebe in Deutschland. Ja. Und Hamburg oder München, Berlin, alles Deutschland leben. Ich heiße Ibrahim, ich komme aus Syrien und ich bin 18 Jahre alt. Ich gehe Schule. Da Hanna ist sehr gut. Ich lerne in Schule, spreche Deutsch. Ja, also mir hat es halt total gefallen, wie aufgeschlossen die Flüchtlinge nach einer Zeit waren, die drei Jungs. Es sind halt auch nur Jugendliche, es sind auch nur 18-Jährige, so wie wir. Ich bin Tim Dau, ich bin in Herdecke geboren und bin 18 Jahre alt. Ich heiße Konstantin Grimm, ich bin 17 Jahre alt und ich bin in Schwerte geboren. Mein Name ist Boris Mazurek, ich bin hier vor kurzem 18 Jahre alt geworden, wohne in Dortmund und bin in Datteln geboren. Ja, dass man die dann am Ende nicht filmen durfte, weil das Jugendamt das aus was weiß ich was für Gründen nicht wollte. Da muss man sich überlegen, wie man das jetzt am besten filmt und ja, halt so filmt, dass man sie nicht sieht. Ich heiße Ahmed, ich komme aus Syrien, ich bin 18 Jahre alt. Ich bin seit 9 Monaten in Deutschland. Wie meine Freizeit, ich lerne ein bisschen Deutsch und schlafe. Ich will Fitness machen und manchmal Schwimmen. Ja, und einkaufen, mit meiner Freundin treffen in der Stadt. In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden. Es macht mir auf jeden Fall immer wieder Spaß, mit ihnen rauszugehen und feiern zu gehen. Ich mag Fitness und ich mag gucken Sport, aber nicht spielen. War total lustig mit denen. Hätte ich nicht so erwartet. Ich hätte mir auch die von der Stimmung und so von dem Verhalten viel zurückgezogen und schüchterner vorgestellt. Ich wollte früher Feuerwehrmann werden, also Feuerwehrfrau eher gesagt. Ich wollte mal wie Erfinder werden oder irgendwelche coolen Roboter bauen. Und als ich kleiner wollte ich früher immer unbedingt Pilot werden. Ich hatte auch mal darüber nachgedacht, mit Schwertkampfgeld zu verdienen früher. Ich glaube, der Gedanke ist aber schnell wieder weggegangen und dann kam eigentlich relativ früh der Gedanke, yo, ich möchte in die Architektur gehen. Ich würde erstmal Deutsch lernen und dann mache ich eine Ausbildung und dann mache ich meine Arbeit mit Informatik, mit Computern oder so. Ich war in Syrien in die Schule 12 Jahre und ich habe fertig die Schule in Syrien und habe Schulabschluss. Ich möchte Zahnarzt lernen und mein Vater ist Zahnarzt in Syrien auch und meine Mutter ist Ingenieur. Ich denke, ich weiß, in welche Richtung ich gehen werde und was ich später mal vorhabe. Hier! Nord of Syrien ist Aleppo. Ich fahre nach. Hier. Ich warte in Idlib 2 Tage. Laufen. Ja. Von hier bis Türkei. Und gehe nach, fahre nach Istanbul. Kamion.
Am Abend, ich fahre nach, von hier bis hier, hier ist die Meer. Wenn ich mir jetzt so angucke, wie die hier nach Deutschland gekommen sind und unter was für Umständen, das ist einfach nochmal was anderes, sowas von einem Jungen zu hören, der eigentlich auch in meinem Alter ist. Das sind nicht einfach nur Leute, die im Fernsehen gezeigt werden und irgendwo am anderen Ende der Welt ertrinken, sondern es sind Leute wie wir, die zum Teil auch so gelebt haben wie wir und die einfach einen riesigen Schicksalsschlag erlebt haben und jetzt so krass um ihr Leben fürchten müssen, dass sie diese mörderische Reise auf sich nehmen. Von Athen mit Bus. 5 Stunden. Boah. Ich bin überhaupt drüber. Wow, du hast viele Länder gesehen. Oh ja, das merke ich auch gerade. 1, 2, 3. Mich hat erstaunt, wie viele Länder das waren. Er ist durch, ich glaube, 7, 8 verschiedene Länder gereist, nur um nach Dortmund zu kommen. Es ist eigentlich so krass, wie unnötig das alles ist, dass die auf diesen total komplizierten Weg hier hinkommen müssen und dass die so viel Geld dafür ausgeben müssen. Die bezahlen ja zum Teil ein halbes Vermögen, um hierher zu kommen. Es ist total, es ist kaum vorstellbar, wenn man das selbst noch nicht durchgemacht hat. Bei der unsicheren Route, die die selbst bezwingen müssen, könnte man anstatt einfach auch das Geld von denen einen Flieger kaufen und eine sichere Route, die beschützt wird, von Istanbul nach Deutschland oder in ein anderes EU-Land. Und ja, dass das halt 1000-mal sicherer ist und viel weniger Menschen kosten würde. Und ich denke generell, dass das viel besser funktionieren würde. Ja. Ich glaub, für mich ist ja auch meine Heimat da, wo meine Familie ist. Ja. Bis man sich sagen kann, ich habe mir eine neue Heimat aufgebaut, es dauert. Ich habe den Ring von meiner Mutter mitgenommen, ja, von Soria. Ja. Ich habe diese. Und meinen Vater aus Soria. Das ist mein Handy. Das ist auch Surya. Was nimmst du mit, wenn du durchgegangen bist? Ich würde was von meinen Eltern mitnehmen. So wie du zum Beispiel, so einen Ring oder sowas würde ich mitnehmen. Ich würde probieren, meinen Hund mitzunehmen. Der ist mir ganz wichtig. Ich würde ein Foto von meinem Vater mitnehmen. Ich würde irgendein Stück Holz aus dem Schwerterwald mitnehmen. Und ein Armband von meinem Bruder oder so. Ibrahim war total happy, dass er jetzt seine Aufenthaltsgenehmigung für die nächsten 3 Jahre hat. Was für eine Erleichterung das bei den erstmal auslöst. Und jetzt hier in Deutschland, ich habe Karte. 3 Jahre lang, ich musste Ausbildung und machen Arbeit für so. Als ich gehört hätte, dass Ibrahim bei seinem Vater im Friseursalon gearbeitet hatte, habe ich gedacht, da meine Mutter auch einen Friseursalon besitzt, dass er da mal ein Praktikum machen kann. Er fragte mich dann, ob nicht einer von seinen Partnern hier in dem Filmprojekt bei mir ein Praktikum machen könnte. Naja, klar, natürlich, gerne. Mein Vater, Friseur, machen zusammen, ich und Vater und Bruder. Und ich finde das einfach toll, auch mit Jugendlichen zu arbeiten. Die bringen immer noch mal so ein bisschen eine andere Inspiration in den Beruf und ins Leben. Sehr sauber geworden. Sehr schön. Hier in Deutschland nicht gut sitzen. Arbeit gut, ja, sitzen nicht gut. Die haben, denke ich mal, schon einen Plan, was jetzt anstehen wird für die an sich beruflich, dass sie auf jeden Fall ihren Traum verwirklichen wollen. Aber erstmal steht es halt leider an Sprachschule, Amt und
dieses Einfinden erstmal hier, was wir ja im Prinzip einfach ja nicht haben. Meine Familie jetzt in Syrien. Ja, ich wohne mit einem Junge auch. Ihr kommt aus Syrien. Und kochen und machen sauber zusammen, ich und mein Freund Ahmad. Und Ibrahim hat gemacht Essen. Guten Appetit, Leute! Dankeschön. Wir leben hier, wir sind hier aufgenommen, wir dürfen hier sein. Bei uns ist einfach nur der nächste Schritt, zu wissen, in welche Richtung ich gehen möchte, was ich machen will, mich zu bewerben. Ich sag mal, wir haben es einfacher. Das ist schon ein krasser Unterschied. In dem ersten Praktikum der BUG bin ich bei einem Landschaftsgärtner gewesen, wo ich dann eigentlich gemerkt habe, dass das nicht mein Ding ist. Und dann bin ich umgestiegen in den Hort hier an der Schule, in die Schatzinsel. Und da ist mir dann auch aufgefallen, das ist mein Ding oder zumindest sehr viel mehr als Garten- und Landschaftsbau. Es könnte sein, dass ich ein freiwilliges soziales Jahr bei einem Waldkindergarten mache. Oder ich fange mit der Ausbildung zur Sozialhilfe an. Ich bereite was für meine Abschlussarbeit vor. Und zwar, ich mache ja aus Europaletten, mache ich Möbel. Eigentlich hätte ich früher mal vor, Architektin zu werden. Ja, da kam nur leider Mathe mir dazwischen. Mathe und Abitur ist halt sau wichtig für diesen Beruf. Wo ich dann erst gedacht habe, okay, ich gehe in den Immobilienbereich. Ich werde Immobilienmaklerin. Bevor ich das halt machen wollte, habe ich gesagt, gehe ich auf unsere Schule, in die BOG, in das Berufsorientierungsjahr. Und da hat sich eigentlich alles komplett anders entwickelt. Durch die Gespräche mit unserer Coacherin, Frau Rixner, hat sich halt eher so herausgefiltert, dass ich mehr in die Inneneinrichtung gehe. Ich werde jetzt eine Ausbildung anfangen bei der Vioga, das ist eine Hotelfachschule hier in Dortmund, damit ich später sozusagen für Hotels und Gastronomie einrichten kann. Das hat mir eigentlich so die BOG gebracht, dieser klare Gedanke, was ich jetzt mache. Und dadurch weiß ich auch, wie ich meine nächsten Jahre gestalten werde. Als Jahresarbeit habe ich einen Zeichentrickfilm gemacht. Und das werde ich dann animieren. Ja, heute habe ich mir wirklich in den Kopf gesetzt, dann später Filme zu machen. Zeichentrickfilme oder Animationsfilme. Da brennt meine ganze Leidenschaft hinter. Wie ich da hinkomme, ist durch ein Studium. Da ich jetzt hier in der BOG-Gruppe bin, hatte ich mir dann auch überlegt, wie ich das mit dem Studium mache. Und habe mich jetzt dazu entschieden, kein Abitur zu machen. Ich möchte mich in Schwerte an einer Hochschule bewerben. Und das funktioniert alles mit einem privaten Gespräch. Das heißt, ich muss eine Bewerbungsmappe vorher machen mit ganz vielen Bildern. Das wird noch eine Herausforderung, aber bin ich mir sicher, dass ich das schaffe. Ich bin glücklich, wenn ich bei meinen Freunden bin, wenn ich Musik hören kann oder auf Konzerten bin. Mit meinem Freund Ahmad und Abu ist ich glücklich. Und jetzt gehe ich in die Schule glücklich. Meistens bin ich glücklich, wenn ich alleine bin. Aber jetzt alleine zu Hause nicht glücklich. Also meine Freunde sind mir mit am wichtigsten, ja. Mit meiner Familie. Mein größter Wunsch ist, auch wenn es unmöglich klingt und unmöglich scheint, so einen Stern berühren. Oder einen Stern berühren. Mein Traum, ich möchte direkt in Syrien stoppen und einen Beruf und heiratet und gut leben. Ja, wenn ich stoppe, ich zurück nach Syrien. Ich hätte es auch einfach gemocht, wenn die jetzt gar nicht mehr auf ihre Schule gegangen wären, sondern hier im BOG geblieben wären. Die haben zu unserer Gruppe gepasst und die hätten eigentlich hier bleiben können.